Superwahlsonntag hier im Newsroom von Bild. Und zugeschaltet per Skype ist jetzt Hannes Rawek. Hannes, du bist in Magdeburg bei der AfD. Ich würde sagen, da wird heftig gefeiert, oder? Hier wird gefeiert, natürlich, als die ersten Prognosen auf dem Monitor hier gezeigt worden sind, auf der Videoübertragung, brüllten die Menschen vor Begeisterung. Sie schrien aber auch dann gleich nach dem Jubel, war die zweite Reaktion, Merkel muss weg. Und Merkel, das ist dein Denkzettel. Ansonsten sind immer noch sehr viele Journalisten hier, viele der AfD-Anhänger sind noch in den Wahllokalen. Das, was jetzt passiert ist, ist natürlich die Quittung dafür, für all das, was unsere Altparteien bis jetzt geleistet haben. Und ganz konkret, welches Thema werden Sie als erstes angehen? Ganz konkret, lassen Sie uns erstmal ein bisschen arbeiten und dann fahren Sie in 2, 3 Monaten nochmal nach. Wir müssen jetzt erstmal eine konstituierende Sitzung durchführen und vernünftige Arbeit leisten und danach sollte man uns bewerten. Feierlaune? Sie sehen so ernst aus, was ist los? Nö, wir sind eigentlich ganz gut gelaunt. Der Schein trügt. Diskutieren über die Zukunft. Ja, erzählen Sie mal, das interessiert, glaube ich, jeden, oder? Die Zukunft von Deutschland? Wie geht's jetzt weiter? Nee, wir diskutieren über die Arbeit, die dann im Parlament, im Landtag aufgenommen wird. Ja, also, sich nicht im Parlament verkriechen, nicht abheben, sondern nah am Bürger bleiben. Auf der Straße. Genau, auf der Straße. Und welche Themen werden Sie jetzt konkret als erstes angreifen im Parlament? Na gut, ich meine, das Thema, das uns bisher beschäftigt hat, das noch eine Lösung harrt, es ist die Masseneinwanderung, ja. Da muss eine Lösung her. Elmar Bruck am Telefon, guten Tag, Moritz Wedel und Julian Reichelt. Das ist ein Ergebnis, das wir weit erwartet, befürchtet haben. Und das zeigt, wie schwierig jetzt eine Regierungsbildung sein wird. Ich glaube schon, das, was Elmar Bruck gesagt hat, ist vielen Leuten bewusst, dass man jetzt irgendwie natürlich Kurs halten muss, dass man mit der Politik jetzt genauso und natürlich auch inhaltlich weitermachen wird, wie das auch der Fall ist, weil sonst würde man sich ja widersprechen und würde auch dann vielleicht noch mehr auch Rückhalt verlieren, auch in der eigenen Wählerschaft, die man hatte jetzt in der Wahl. Wenn Sie sehen, mit was für Parolen da in der AfD gearbeitet wird, mit dem Schießbefehl, dann wird diskutiert, darf man jetzt auf Frauen und Kinder schießen oder nur auf Frauen, dann wird gesagt, er wurde mit der Maus ausgerutscht. Bereuen Sie im Nachhinein, was Sie da geschafft haben, würden Sie sich wünschen, diese Partei, wie sie heute dasteht, niemals gegründet zu haben? Also passen Sie auf, wenn Sie eine Suppe kochen, nicht wahr, und jemand anders versalzt Ihnen die, dann ist es ja nicht so, dass Sie bereuen, die Suppe gekocht zu haben, sondern Sie bereuen, dass jemand anders Ihnen dazwischen gepusht hat. In diesem schmucklosen Tagungs- und Kongresszentrum feiert heute die AfD, die Alternative für Deutschland, ihre Wahlparty hier in Sachsen-Anhalt. Guten Abend, ein Prost auf Deutschland! Ein was? Ein Prost auf Deutschland, sagen Sie mal. Was wünschen Sie unserem Land jetzt? Ein Bier auf den Wahlerfolg der AfD. Keine Alkohol. Ja. Gibt's hier kein Bier oder was? Ja, alles prima, alles gut. Schönen Tag noch. Wir geben keine Interviews. Warum nicht? Alles gut. Das ist eine Landtagswahl. Und die Themen, die die AfD besetzt und für wichtig hält, die lassen sich im Land nicht lösen. Das fängt an bei der GRZ, die wir nicht mehr haben wollen, zum Beispiel. Das geht über viele, viele kleine Dinge hinweg. Das sind alles Themen, die sich nur auf der Bundesebene lösen lassen. Aber als starke Opposition haben wir schon den Wahlkampf erreicht. Es ist ganz klar ein Votum gegen die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Das sieht man auch daran, dass die Mobilisierung aus dem Nichtwählerlager erstaunlich ist. Wir haben Wählerquoten von über 70%, über 60% in Sachsen-Anhalt. Das ist ein Indiz dafür, dass gerade die AfD aus dem Nichtwählerlager gezogen hat. Das ist ein ziemlich dramatischer Trend. Und die Union hat es nicht geschafft, in einem der beiden westdeutschen Flächenländer wieder die Regierung zu erringen. Die CDU in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hat eine etwas eigenartige Politik betrieben. Sie hat nämlich gesagt, naja, so ein bisschen Merkel, aber dann doch wieder nicht, hat sich abgesetzt. So konnte Kretschmann zum Beispiel punkten, indem er gesagt hat, er galt als Merkel-Freund. Und ihm wurde vorgeworfen, dass er Merkel stalken würde bei so viel Begeisterung für Merkel. Also er konnte damit punkten, wenn ihr wirklich Merkel-Kurs haben wollt, dann müsst ihr nicht CDU wählen, dann müsst ihr mich wählen. Fertig. Wenn du uns noch eine abschließende Einschätzung für diesen Abend geben würdest. In a nutshell ist es, dass die Linkspartei und die CDU in Sachsen-Anhalt auch nicht mehr regieren können. Jetzt gibt es eigentlich gar keine Regierung mehr in Sachsen-Anhalt. Ich schlage vor, es unter UN-Hoheit zu stellen oder aber es als Protektorat, ich weiß nicht was, an Baden-Württemberg zu geben. Bei Bild machen wir noch lange nicht Schluss. Es wird ein langer Abend, eine lange Nacht.
Und das war es erstmal hier auf Facebook, zumindest hier aus dem Haus, die Reporter aus den Landtagen und aus den Landeshauptstädten. Die machen sie weiter, sobald es was gibt, immer live per Facebook-Mentions.